Heidi Matera und Klaus Wiebel hat einen Notruf aus einem Hotel in Weiden erreicht. Eine junge Frau ist in großer Sorge um ihre beste Freundin. Und zwar hat mich meine Freundin, ich war zu Hause und habe ich meine beste Freundin angerufen und die klang total panisch und ich weiß auf jeden Fall, dass da irgendwas nicht stimmt und ich weiß, dass sie hier ein Wellnesswochenende mit ihrem Freund machen wollte. Okay. Und, aber ich kenne ihren Freund halt leider noch nicht und habe auch dementsprechend die Nummer nicht und ich kriege sie nicht mehr erreicht. Ich habe jetzt bis gerade noch versucht, sie anzurufen. Okay. Und aber sie geht nicht mehr ans Telefon. Besetzt, oder was? Ja, gar nichts mehr. Handys aus. Und sie hat so einen Notruf abgesetzt? Oder ja, genau. Die hat halt mich angerufen und war total panisch. Und dementsprechend weiß ich halt wirklich jetzt gar nicht, was da los ist. Und ich mache mir halt total die Sorgen. Wie heißt die Dame denn? Die heißt Hanna Jansen. Die Hanna Jansen. Okay. Und das ist sicher, ja? Hier ja, das Hotel, hier das Hotel, hier das weiß ich sicher. Okay. Hier das gut, dann gucken wir mal neu, ne? Ja, ja. Schauen wir mal, ja. Das können wir gerne mal mitkommen. Ja. Zur Rezeption. Momentan wirkt es sehr ruhig in dem Hotel. Die Beamten wollen klären, ob das schon den ganzen Tag so ist. Möglicherweise hat der Rezeptionist etwas Auffälliges bemerkt. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Wiebel ist mein Name. Kaiser, mein Name. Mathilde. Schönen guten Tag. Hallo. Wir suchen möglicherweise eine junge Frau, die Gast bei Ihnen im Haus ist. Ja. Ja, es geht um eine Hanna Jansen. Die wird von ihrer Freundin vermisst. Die hat wohl noch einen Notruf abgesetzt. Okay. Und die sollte hier ein Wellness-Wochenende machen. Okay. Was sagt Ihnen denn der Name? Gerade gar nichts, aber ich kann mal kurz gucken. Ja, gucke ich mir das gerade mal vorschlagen. Nehmen wir da was finde. Wann war das ungefähr? Wann wurde das abgesetzt, so der Notruf? Circa vor einer halben Stunde. Ich bin auch direkt hier hingefahren. Und, okay. Also das System zeigt, sie hat ungefähr eine Viertelstunde ausgecheckt. Ausgecheckt? Aha. Genau, also... Okay. Also nach dem Notruf? Also ist schon eine Weile ein bisschen her. Also ja. Mehr kann ich Ihnen jetzt gerade auch leider nicht sagen. Okay, ich meine, wir sind jetzt einmal hier. Es kann, sage ich mal ganz vorsichtig, es kann irgendwas sein, was die Polizei interessiert, also irgendeine strafbare Handlung. Deswegen würde ich sagen, haben Sie das Zimmer schon wieder vermietet oder ist das frei? Nee, wir können kurz gehen, dann kann ich das gerne mal angucken, um uns ein Bild zu machen. Eins steht fest, die Freundin hat noch aus dem Hotel den Notruf abgesetzt. Bei der Suche nach einem Hinweis auf die Vermisste werden Klaus Wiebel und Heidi Matera in dem Zimmer eine schockierende Entdeckung machen. Wir gehen dann mal rein, bleiben Sie gerade mal draußen, wir gucken mal. Guck mal da. Oh, okay, alles bleibt mal draußen. Hallo? Hallo, junge Frau. Hallo, hören Sie uns? Hallo? Hm. Hören Sie uns, das ist total leck. Das Puls aber alles da. Ne? Ja, es ist da. Ja. Hallo? Hallo? Können Sie uns hören? Uns? Machen Sie mal die Augen auf. Sie mal die Augen auf. Hallo? So, gucken Sie uns mal an. Wir sind die Polizei, ist alles gut. Ja? Wie heißen Sie? Hanna, Hanna. Mhm. Hanna. Können Sie aufstehen? Wenn wir Ihnen ein bisschen helfen? Wir helfen Ihnen ein bisschen. Was, sind Sie hingefallen? Sind Sie gestürzt? Was wollt ist passiert? Sie gerade duschen? Ich weiß nicht. Kommen Sie mal hoch. Wir nehmen Sie jetzt mal hoch und legen Sie aufs Bett, ja? Mhm. Damit Sie, das ist, glaube ich, ein bisschen gemütlicher als hier im Bad. Helfen Sie mal ein bisschen mit. Die 29-Jährige kommt langsam wieder zu sich. Ihre Befragung erfordert von dem Polizeiteam dennoch viel Fingerspitzengefühl und Geduld. So, ich habe Ihnen mal Handtuch mitgebracht. Genau, so. Ja. So, und jetzt noch mal. Können Sie mit mir reden? Können Sie mit mir reden? Betty? Hallo? Ja. Die Betty ist da. Dann erzählen Sie doch mal. Kommen Sie mal her. Ja. So, dann erzählen Sie uns mal, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich bin auf einmal irgendwie weggeklappt. Im Badezimmer oder hier irgendwo im Zimmer? Weiß ich nicht mehr. Haben Sie was getrunken oder war noch jemand bei Ihnen? Können Sie sich an was erinnern? Ja, wo ist der? Darius. Das ist der Freund, das ist eine gute Frage. Aber Sie kennen ihn. Ich weiß auch leider nicht, wie er aussieht. Ja. Okay. Haben Sie was getrunken oder hat er Ihnen was zu trinken gegeben? Oder haben Sie Tabletten eingenommen? Wir waren essen. Mhm. Und seitdem ist Ihnen so schlecht? Gibt es hier eine Kameraüberwachung? Ja, die gibt es. Im System kann ich nachschauen. Die kennt man das vielleicht. Das müssen wir mal machen. Und dann die Frage an Sie. Haben Sie gesehen, dass hier eine männliche Person dabei gewesen gar ist? Nichts. Oder leider gar nichts. Noch eine weibliche irgendwie? Gar nichts. Gar nichts. Nein. Okay. Kann Ihnen da leider keine Auskunft. Gut. Sie kümmern sich noch einen Moment, ja? Wir müssen gerade mal etwas kontrollieren. Ja, dann würde ich sagen, dann sollen Sie noch ein bisschen hier, trinken Sie mal ein Wasser, geben Sie hier was zu. Und wir kommen dann gleich noch mal zu Ihnen, ne? Ja. Sonst brauchen wir wirklich keinen Notarzt. Nee, das ist gut, danke.
Wenn das nicht besser wird, wenn das sich verschlechtert mit dir, sagen wir sofort Bescheid. Ja? Dann müssen wir einen Rettungswagen holen. Ja, okay? Alles gut. Klar. So. Die Beamten glauben, dass der Kauffrau beim Essen K.O.-Tropfen untergejubelt wurden. Das Überwachungsvideo spricht für diese These. Die Frau musste auf dem Weg zurück in ihr Zimmer gestützt werden. Können Sie sich daran erinnern? Was? Das sind ja zweifellos Sie. Wer ist das? Ich kann mich daran nicht erinnern. Machen wir noch das vorige Foto. Was ist passiert? So, schauen Sie sich, das mal an. Wer ist angehalten? Das? Ist das Darius? Ja, und seine Schwester. Wir waren vorhin was essen. Das sind nicht Sie. Warum hat die meine Sachen an? Ach so. Moment. Darius, das sind nicht Sie. Nein, und die hat meine... Aber das Mädel hat ihre Sachen an. Aha. Jetzt wird es auch ein bisschen konfus, ne? Die hat auch mein... Da war mein Autoschlüssel drin. Wie lange kennen Sie ihn jetzt schon? Also Ihren Freund? Ja, wir kennen uns noch nicht so lange. Wir wollten hier ein schönes Wochenende und zu zweit verbringen. Und die Schwester haben Sie jetzt auch erst die Tage kennengelernt, oder was? Gut. Die beiden gehen ja offensichtlich raus, ne? Hier hinten sind ja Zimmer. Aber warum hat die meine Sachen an und wo ist mein Schlüssel? Die beiden gehen ja offensichtlich raus, ne? Ja. Können Sie das bestätigen? Okay, gut. Tiefgarage, Auto. Gibt es eine Tiefgarage? Gibt es einen Garagenplatz? Gibt es einen Stellplatz? Ja. Oder wo stellen die ihre Fahrzeuge ab? Wenn Sie Sarahs Fahrzeugschlüssel war da drin? Ja, können wir da hin? Können wir uns das angucken? Ja? Cool. Bleiben Sie hier. Setzen Sie sich hier hin oder setzen Sie sich draußen hin. Wir kommen hier wieder zurück. Wir gucken mal nach dem Rechte. Ja, gut. So, dann gehen Sie gerade vor. Sie wissen ja, wo es ist. Genau. Wir gehen jetzt in den Keller, in die Tiefgarage. Was haben Sie für ein Auto? Das ist das Auto von Ihren Eltern, haben Sie gesagt? Ja, ein dunkelgrauen Volvo-Kombi. Ein dunkelgrauer Volvo. Und Kennzeichen haben Sie sicherlich jetzt nicht so im Kopf. Ne? Okay, bleiben Sie bitte hier. Wir kommen wieder zu Ihnen. Ja. Sie passen ein bisschen auf. Okay. Gut, dann. Der Verdacht liegt nahe, dass der Freund und dessen Schwester mit dem Auto abhauen wollten. Als die Polizeihauptkommissare die Garage betreten, herrscht dort bereits Tumult. Hier ist noch schneller! Hey! Die Polizei! Schluss jetzt! Schluss jetzt! Halt! Komm runter! Ganz ruhig! So, ruhig! Wir beruhigen Sie geben mir mal den Schlüssel? Alle. Sie auch! So? Alle beruhigen sich! Alle mal ganz ruhig! Ganz ruhig bleiben. So, Sie bleiben sitzen. Richten Sie sich auf, aber bleiben sitzen. So, was ist hier passiert? Ja. Und zwar wollte dieser Herr hier mit der Dame mit dem Auto abhauen. Ja. Der Gast ist mir schon bekannt gewesen. Und zwar ist er mit seiner Freundin gekommen. Sie hat zwar dieselben Klamotten an, aber mir ist aufgefallen, dass es nicht dieselbe Person ist. Hab ihn nur darauf angesprochen und der hat mich sofort angegriffen. Fällt mir auch gerade auf. Das sind nicht Ihre Klamotten, richtig? Es geht Sie gar nichts an. Ja, okay, gut. Das war ja sehr aufmerksam von Ihnen. So, was spielen Sie für eine Rolle? Darius! Ihr Bruder. Ja. Sie sind Geschwister? Cool. So. Kannst du mal einen Ausweis haben? Was machst du hier? Irgendwo? Jetzt versuchen wir das Ganze mal aufzulösen. Was soll das? Die junge Frau ist natürlich nicht Ihre Schwester. Das ist mein Portemonnaie. Das ist meins. Ah ja, ja, ich sehe es gerade. Wo ist der Autoschlüssel? Den habe ich hier, den habe ich gleich abgenommen. Gut. Darius, was soll das? Okay. Ich dachte, das mit uns kann echt was werden. So. Alter. Haben Sie Personalpapiere dabei? Okay, wenn Sie ruhig sind, stehen Sie auf, bitte. Die Geschwister sind polizeibekannt. Über die Leitstelle erfahren die Beamten, dass sich der junge Mann schon zuvor an Frauen herangemacht hat, um sie dann zusammen mit seiner Schwester auszurauben. Was soll das? Echt? Machst du sowas öfters oder wie? Verarschst du gerne Frauen? Okay, so muss es gewesen sein. Ja. Ich denke, so war's. Wo ist der Schlüssel? Den hast du. Den hab ich. Ihr wolltet mit dem Auto abhauen, richtig? Ja. Ja, gut. Läuft bei dir, würde ich mal sagen. Gut. So, Sie sind vorläufig festgenommen. Ihr erklärst auch bitte mal die Rechte. Ja. Vorläufig festgenommen. So, gut. Auch besser, wenn Sie Papiere. Wir nehmen Sie jetzt mit, kriegen dann alles auf der Station. Den behalte ich auch. Müssen auch jetzt nichts sagen, ohne Rechtsanwalt. Wir werden, sind Sie friedlich, verzichten wir auf Handfesseln. Ansonsten gibt es Handfesseln. Also friedlich, ja? Wickeln wir friedlich ab. Wir fahren jetzt zur Dienststelle und klären da jetzt die Gesamtumstände. Okay? Was vermissen Sie noch? Haben Sie noch irgendetwas?
Gut, alles klar. Ja, was machen wir mit dem, dem Mantel? Gehört wahrscheinlich dem Hotel. Ja, doch, ne? Meine Klamotten vielleicht. Ja, okay, wäre ganz geil. Zusammen. Ja. Der Mantel ist, gehört ja zum Hotel. Genau. Und das sind gut. Meine Sachen. Die sogar meine Schuhe. Die junge Frau darf den sicherlich behalten, bis sie sich ordentliche Klamotten besorgt hat. Problem. Gut, alles klar. Ist Ihnen bekannt, ob die das schon öfter gemacht haben oder ob das was Sie ja, aber sagten, scheinbar, so wie der einen versucht zu verführen, kann ich mir das gut vorstellen. Okay. Gut. Ja, das ist immer ein schreckliches Gefühl, wenn man reingefallen ist. Ne? Ja. Ganz klar. Okay, wir gehen zum Pfeifenbar. Dann auf Sie kommen wir nochmal zu und wegen Zeugenaussage. Haben Sie aber gut gemacht. Gutes Auge gehabt. Ja. Dankeschön. Der Straftatbestand ist jetzt hier folgendermaßen. Wir haben jetzt hier eine Körperverletzung und zwar eine ziemlich schwerwiegende, auch noch ja, natürlich gezielt vorgenommen. Jetzt müssen wir mal gucken, was da jetzt alles ihr gegeben wurde, aber das werden wir später über das Blut dann testen. Und dann haben wir natürlich noch den Diebstahl, sie wollten ja das Fahrzeug klauen und halt Betrug, ne, vorsätzlicher Betrug. Also kommt eine ganze Sache dazu und sie haben ja wohl noch zugegeben, es gibt noch einige vorhergehende Straftaten, die wohl noch gemeldet sind. Die junge Frau trägt keine Folgeschäden davon. Sie hat inzwischen einen Mann kennengelernt, der aufrichtig ist und nicht mit ihr spielt.